Das fliegende Auto ist in Tropico angekommen. Die momentane Flugdauer liegt bei unter einer Sekunde. Aber unsere Wissenschaftler arbeiten hart daran, dies zu verbessern. Na, das ist ja wohl auch das Mindeste, was sie machen können. Und damit sage ich jetzt nach für mich nur einer ganz kurzen Pause wieder Hallo und herzlich willkommen noch zu einer weiteren, also rein theoretisch ist es ja sogar noch die gleiche Aufnahmesession, die wir vorher auch hatten. Und unsere Finanzen gehen gerade ein bisschen runter. Wir haben aber auch gerade ein Kraftwerk gebaut. Ja, also von daher. Waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Ja, 135.000 noch in der Hinterhand. Schweizer Bankkonto, haben wir auch ein bisschen was, könnten wir zur Not hier halt Peanuts noch nachführen. Ja, auch Geld. Die Geschichte meines Lebens. So, aber hier oben sind wir zumindest bald fertig. Ja, hier die Klinik wird noch mal ein bisschen verbessert. In der kleinen Land. Dann brauchen wir hier oben noch ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel und dann können die Touristen endlich kommen. Ja, für den Start bin ich erstmal zufrieden mit dem, was wir hier gebaut haben. So, der braucht natürlich. Brauchen wir noch ein Transportbüro hier oben. Die müssen ja auch mit Waren versorgt werden. Das hätte ich noch berücksichtigen können. So. Das Gute ist natürlich, selbst wenn ich jetzt hier Bushaltestellen aufbaue, und das, ich werde wahrscheinlich mit Bussen gehen, weil wir da Gebühren verlangen können. Bei der U-Bahn bin ich mir nicht so sicher. Aber Busse, das ist auch so, das passt mehr zum Stil, den wir hier oben aufbauen wollen. Ne? Die müssen wir ja nicht auf dieser Insel bauen. Die können wir ja quasi auf einer der anderen Inseln bauen und dann hierher exportieren, Kontakt. Importieren, Genosse, wie auch immer. Sichern Sie diese Kommunikation. Ich werde die kodierten Anweisungen in Kürze übermitteln. Nutzen Sie Codebuch Orange, um sie zu entschlüsseln. Es sei denn, das erste Wort ist rot, dann müssen Sie Codebuch Blau benutzen. Hoffentlich habe ich mich klar ausgedrückt. Import Handelsroute mit Ostblock erfüllen. Ja, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Nadja? Sag mal ganz ehrlich, nur so zwischen dir und mir. Es ist ja wohl ein Witz. Weißt du, als ob ich mit euch noch hier irgendwas... Es ist ja, Ich kann die Forderung ja annehmen. Und im Zweifelsfall mit dem überzeugenden Gespräch dann, falls sie mir wieder blöd kommen, könnte ich dann auch, ich weiß nicht, also nee, warte, da muss ich ja über den Almanach gehen, ne? Wenn ich hier allgemein mal gucken will. Historische Beziehungen minus 21. Ihr seid halt auch scheiße. Sorry. Einfach so anzugreifen. Ich habe Spinne. So, hier unten hatten wir doch auch eine Kaserne gebaut, ne? Komm, die kriegen auch erstmal das Upgrade. Ja, unser Netzwerk hat zu wenig Strom, aber da arbeiten wir dran. Da bauen wir ja gerade noch ein Kraftwerk. Guck mal, hier wohnen auch ganz viele Leute. Mittellose Pensionierte. Aber halt auch arme Leute, ne? Also hier nochmal ein armes Wohngebäude baue. Brauchen ja nicht unbedingt Straßen, ne?
Wir wollten uns ja sowieso mal so ein bisschen hier um die... Obdachlosen kümmern jetzt so als nächstes mit. Die Arbeitslosen haben wir inzwischen ganz gut in den Griff gekriegt. Guck mal, wir haben noch 33 Arbeitslosen und wir haben noch 25 freie Arbeitsplätze. Also da läuft es eigentlich gerade in der Hinsicht ganz gut. Im Gegenteil, da haben wir bald wieder Probleme, dass wir wieder Arbeiter brauchen. Dann können wir auch wieder Leute reinlassen. Ja, dann sind wir halt nicht mehr Tropico First. Sobald hier dann die ersten Rohstoffe ankommen, die können ja auch aus Öl, geht ja auch, Öl haben wir ja direkt nebenan, dann sollte es mit dem Strom auch wieder besser aussehen. Unsere Finanzen kriegen wir schon in den Griff, ja, also die sind ja tatsächlich gar nicht so schlecht, wie es zuerst den Eindruck hat hier. Die steigern sich ja auch wieder. So, wir lehnen uns jetzt ein paar Minuten zurück. Man sagt, Krieg sei gut für das Geschäft. Aber wirklich gut für das Geschäft ist es, wenn man massig Geld macht, ohne dass jemand in der Nähe Bomben abwirft. Wollen Sie ein paar Geschäfte dieser Art machen, Präsidente? Natürlich hat das Geschäft seinen Platz. Jemand muss die ganzen Waffen, Panzer und Schlachtschiffe bauen. Was Tropico jetzt aber wirklich braucht, ist ein gut gekleidetes Militär mit mehr Paraden. Also entweder ein Fastfood-Restaurant bauen oder den Arbeitsmodus Ex-KGB-Oberst für mindestens 12 Monate in mindestens einem Kindheitsmuseum aktiv halten. Entweder -2 Ruf bei den Militaristen oder -5 Ruf bei den Kapitalisten. Es ist jetzt Januar. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Ich hau das da einmal rein. Das reduziert ist natürlich unsere Beziehung mit den Westmächten, verbessert aber die Beziehung mit dem Ostblock. Dann hört er vielleicht auch auf, uns andauernd anzugreifen. Den blöden Sausack. Keine Panik, Präsidente. Denn ich bringe Neuigkeiten von einer Gefahr, die so unvorstellbar ist, dass ich nicht mal weiß, worum es geht. Die einzige Art, uns vor einer so mysteriösen Gefahr zu schützen, ist aufzurüsten. Wir müssen wachsam gegenüber den Feinden sein, die wir weder sehen noch adäquat beschreiben können. Gut, das lasse ich einfach mal laufen. Ja, wir, ich würde den Arbeitsmodus ganz gerne zurückstellen, bevor wir die Tourismusinsel dann offiziell eröffnen. Aber da wir da ja sowieso noch nicht fertig sind und da wir ja jetzt sowieso erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln wollten, damit ich hier dann noch die öffentlichen Verkehrsmittel in aller Ruhe aufbauen kann, können wir die Quest quasi noch mitnehmen. Dann verbessern sich unsere Beziehungen mit dem Ostblock vielleicht auch wieder ein bisschen und der stellt uns nicht bei nächster Gelegenheit hier wieder irgendwelche Soldaten vor die Tür, die dann versuchen, irgendwelche stumpfsinnigen Forderungen durchzusetzen und von unserem Militär in Grund und Boden gestampft werden. Das können wir denen auch ersparen. Ja, das tut jetzt nicht unbedingt Not. Ja, irgendwo tun einem die Leute ja dann auch so ein bisschen leid. So, was mich jetzt nochmal interessiert... Da. So, die Freiheitsstatue schon mal auf minus 16 runter. Ich frage mich, ob das dann so bleibt. Oder ob wir die eventuell auf lange Sicht tatsächlich auch auf minus 10 runterklöppeln können, wie das andere Weltwunder, was dem Ostblock ja so ein ganz kleines bisschen bitter aufstößt. Und mit etwas Sorge werfe ich einen Blick auf unsere Finanzen. Aber die nächsten Frachter sind ja jetzt auch da. Also ich hoffe, dass sich diese Tourismusgeschichte auf lange Sicht dann tatsächlich auch so ein bisschen für uns auszahlt. Ja, die Gebäude laufen alle, die kosten alle Geld, ohne dass die im Moment was einspielen, weil ich da oben halt auch noch nicht fertig bin. Während
Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Natürlich. Aber im Moment tatsächlich eher nicht. Na, wir haben ja im Zweifelsfall immer noch die Möglichkeit, über unsere Banken den einen oder anderen Kredit noch aufzunehmen. Und die Westmächte, um ein bisschen Geld zu bitten, könnten wir auch noch machen. Aber prinzipiell wäre es mir natürlich am liebsten, wenn wir das jetzt aus eigener Kraft irgendwie schaffen würden, das Finanzloch in unserer Staatskasse wieder zu stopfen. So, das muss ja gar nicht mit so viel Kapazität laufen hier, ne? Da können wir das Budget ja auch ein bisschen runterschrauben. Das ist ja nur so ein bisschen für den Rückhalt. Das war noch ein bisschen... Saft haben. Wie viel Kapazität haben die eigentlich? Natürlich allerdings auf Autoerholung, damit wir uns da nicht selber drum kümmern müssen. Und dann warten wir mal ab. Interessant, diese Blaupausen, sind dieser Flugzeugträger und das da nicht mit drin? Wir haben im Moment sehr wenig Einnahmen durch den Export, ne? Irgendwas läuft gerade richtig schief. Na, da hat sich ein bisschen was angesammelt, hier auch. Will ich aber auch wieder ein bisschen Plus auf dem Konto sehen hier. Sonst wird das auf lange Sicht alles ein bisschen ungünstig. Ja, komm schon. Das war schon etwas besser. Der andere liegt auch gerade an. Und der dritte auch. Komm, einer fehlt da aber noch. Na, zumindest so halbwegs was, ne? Wir könnten natürlich auch einfach ein paar Parkdecks bauen hier. Beziehungsweise wir bauen. Zwei Parkdecks und zwei Bushaltestellen. Also die Busgaragen bauen wir aber woanders hin, hatte ich ja schon gesagt. Die werden ein bisschen ausgelagert. Ne, die könnten zum Beispiel hier mit hin. Und dann würde ich sagen, wären wir auch so allmählich soweit, oder? Wenn wir mal gucken können, wie das mit dem Tourismus dann tatsächlich auch anschlägt hier.
Präsident, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Dank Ihnen werden wir unsere Streitkräfte und Anstrengungen verdoppeln und unsere Erwartungen halbieren. Gemeinsam können wir es schaffen. Zahlenmäßige Überlegenheit ist immerhin der Schlüssel zur Kriegsführung. Sollen wir die Leistung vervielfachen, um zu teilen und zu herrschen, bevor es T-0 ist? So, jetzt könnte ich... das Kindheitsmuseum wieder als auf nichts, auf die Wahl zurückführen. Was also, wenn eine Supermacht Tropico rüpelhaft behandelt? Präsident sagt, das war's mit dem Handel. Ja, jetzt mag der Ostblock uns natürlich wieder nicht mehr leiden. Beziehungsstatus 13. So, ein bisschen Geld von den Westmächten geliehen. Die mögen uns trotzdem immer noch richtig, richtig gerne. Und daher konnten wir uns das jetzt ganz gut leisten. Bauen da mal die Parkdecks. Wie sieht es mit der anderen Baustelle aus? Da wird noch nicht großartig gebaut, ist aber nicht so schlimm. Kann ich helfen? Na, von dir will ich doch gar nichts. Und unser Verteidigungsministerium steht schon wieder leer. Das ist natürlich belastend. Aber wir bleiben da natürlich bei den gleichen Einstellungen wie bisher. Da sind wir ja ganz gut mit gefahren. Was mir allerdings auffällt, ist, dass wir überhaupt keinen Stahl exportieren. Und das tatsächlich schon seit einer relativ langen Zeit. Da kann ich, glaube ich, genauso gut davon ausgehen, dass wir wohl prinzipiell einfach keinen Stahl exportieren. Dann können wir diese Quest hier nämlich auch verwerfen. Die blockiert uns ja nur. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Ich könnte mir plus 10 Ruf beim Ostblock erkaufen, aber da wir die sowieso ständig sabotieren. Kann ich das auch erstmal sein lassen? Da wird noch gebaut, hier nicht mehr. Die Parkdecks müssten fertig sein. Jo, okay. Hier ist echt eine Menge los, ne? Es würde mich halt echt interessieren, ob man da auch irgendwas sieht. So. Der Palast kündigt heute ein neues Maskottchen an. Hermano Mayor. Er ist groß und er ist euer Bruder. Er wird euch nicht aus den Augen lassen. Das ist ein Versprechen. Yep. Sagen, es läuft bei uns, wa? So, da ist die erste Busgarage gleich fertig. Oh, ich bin schon gespannt, Leute. Ich bin echt schon ein bisschen gespannt. In der nächsten Folge startet der Tourismus in Tropico. Und dann können wir mal gucken, wie das alles funktioniert und inwieweit ich da absoluten Mist gebaut habe. Was ihr höchstwahrscheinlich tatsächlich auch schon kommentiert habt inzwischen. So. Dann bauen wir Bushaltestellen technisch. Wir bauen da eine hin. Kein Zugang zu diesem Ort. Okay, dann war das doch sehr dumm von mir. Die müssen also doch auf der gleichen Insel sein.
Ja, dann tut's mir leid. Dann brauche ich euch auch nicht. Zumindest nicht hier.